deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Was hätte das für eine Party sein können? Der Parteitag der SPD heute. Der erste nach 16 Jahren wieder als Kanzlerpartei. Aber pandemiebedingt war es nur ein weitgehend digitaler. Und angesichts der Corona-Entwicklung ist Feierlaune sowieso gerade nicht das Gebot der Stunde. Aber die Sozialdemokraten haben damit eine Woche der Neuaufstellung erfolgreich abgeschlossen. Erst die neuen SPD-Posten in Kanzleramt und Kabinett am Mittwoch. Und heute dann einen neuen Co-Vorsitzenden und einen neuen SPD-Generalsekretär. Mit letzterem gleich ein Gespräch. Zunächst Anke Hahn über einen Parteitag, wie ihn auch altgediente SPD-Mitglieder lange nicht erlebt haben. Lothar Binding wäre gern vor Ort dabei gewesen bei diesem Parteitag. Mit 55 Jahren Parteimitgliedschaft kennt er die SPD in- und auswendig und bedauert, hier in Berlin nur am Computer erleben zu können, wie geschlossen die Partei heute auftritt. Wir haben gelernt, Zusammenhalt lohnt sich. Also wir haben ja auch manchmal die Neigung gehabt, dass wir uns an Kleinigkeiten verhaken und die große Linie vergessen. Und das ist genau diesmal nicht. Alle haben die große Linie im Kopf. Im Saal beim Parteitag sind nur wenige Genossinnen und Genossen dabei, aber fast alle neuen Regierungsmitglieder rund um Olaf Scholz. Ihnen sichert Lars Klingbeil die Unterstützung der Partei zu, ermahnt zum Zusammenhalt und erinnert, das Wichtigste sei, das politische Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir sind dann stark, wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, worum es geht. Nämlich jeden Tag, egal ob in der Partei, in der Fraktion, in der Regierung oder in den Ländern oder Arbeitsgemeinschaften, dafür zu kämpfen, dass das Beste für die Menschen rauskommt. Dafür bekommt Klingbeil Rückenwind mit einem guten Wahlergebnis, 86,3%. Deutlich mehr als die wiedergewählte Co-Vorsitzende Saskia Esken. Auch Christian Wilmsen mit stolzen 57 Jahren SPD-Mitgliedschaft hält Lars Klingbeil für eine sehr gute Wahl. Ihm ist wichtig, dass die Partei weiter zu ihren sozialdemokratischen Werten steht. Die Steuerpolitik ist immer noch extrem reformbedürftig. Und ich bin dankbar, dass er formuliert hat, ich habe es ja, glaube ich, aufgeschrieben, großen Playern geht es an den Kragen. Sozialdemokratische Politik verspricht auch Bundeskanzler Olaf Scholz seiner Partei. Vor allem will er die Wahlversprechen einhalten. Das ist keine kleine Sache. Es ist eine existenziell wichtige Angelegenheit für das Vertrauen in Politik, dass man sich darauf verlassen kann, was gesagt wird. Kevin Kühnert will ihn daran erinnern, als frisch gewählter Generalsekretär. Der frühere Parteirebell soll ein bisschen frischen Wind in die Partei bringen. Die Parteiveteranen trauen ihm das zu. Ich halte ihn für einen klugen, gescheiten, jungen Mann. Und erwarte viel von ihm. Wenn Sie mich vor 4 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, also wir schauen mal. Aber heute weiß ich ja, was er die letzten Jahre geleistet hat. Und auch der Parteitag schenkt ihm mit immerhin fast 78% Wahlergebnis einen Vertrauensvorschuss. Und über seine Wahl und seine Partei habe ich am Abend gesprochen mit dem neuen Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert in Berlin. Guten Abend, Herr Kühnert. Schönen guten Abend, Herr Zamperoni. Vor nicht allzu langer Zeit noch Juso-Vorsitzender und eher als Parteirebell Schlagzeilen gemacht und jetzt schon SPD-Generalsekretär und im Parteistablishment angekommen. Selbst ein bisschen darüber überrascht? Es ist schon vergleichsweise schnell, aber es ist ja auch eine wahnsinnig schnelle Entwicklung, die die SPD genommen hat. Denn als ich noch Juso-Vorsitzender war, haben wir uns gestritten über den Gang in die Große Koalition. Christian Lindner hat damals die Jamaika-Gespräche platzen lassen. Wir standen ganz schlecht da. Andrea Nahles ist als Partei- und Fraktionsvorsitzende gegangen. Und heute, 2 Jahre später, haben wir die Bundestagswahl gewonnen. Olaf Scholz ist die Woche zum Kanzler gewählt worden. Also da hat sich insgesamt eine ganze Menge verändert. Und das hat dann auch ermöglicht, dass ich einen gewissen Weg in der SPD gegangen bin. Aber noch vor 2 Jahren haben Sie mit dafür gesorgt, dass eben dieser Olaf Scholz nicht Parteichef wurde und sich der linke Flügel da durchgesetzt hat. Hat nicht gerade dieser Flügel jetzt auch gewisse Erwartungen an Sie? Zunächst mal glaube ich, dass die Entscheidung für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Parteivorsitzende damals eine zwingende Voraussetzung gewesen ist, um die Bundestagswahl in diesem Jahr gewinnen zu können. Es ging um die Trennung von Regierung auf der einen Seite und Partei auf der anderen Seite. Damals waren noch nicht alle überzeugt. Mittlerweile wissen wir, das war das Erfolgsrezept. Und deswegen bleiben wir auch bei dieser Trennung. Aber klar, natürlich haben unsere Mitglieder und auch ich jetzt Erwartungen an uns in der Regierung. Wir stellen den Kanzler, wir sind die führende Regierungspartei. Wir prägen diesen Koalitionsvertrag nicht nur mit Mindestlohn und stabiler Rente, sondern mit vielen anderen Themen mehr. Und jetzt müssen wir
auch zeigen, dass wir es können. Und wir haben eine ungeduldige Partei, das zeichnet uns aus. Und die wird uns auch Druck machen, wenn wir irgendwo nicht schnell genug vorankommen. Weil Sie eben diese Trennung angesprochen haben. Sie haben ja heute gesagt, die Regierung und die Fraktion, das sind die Hände. Und die Partei, das ist Kopf und Herz. Aber was, wenn Kopf und Herz was anderes wollen als die Hände? Wie lange hält denn dann der parteiinterne Frieden? Dafür haben wir in den vergangenen 2-3 Jahren gute Mechanismen in der SPD gefunden, mit solchen Situationen umzugehen. Das ist ja nichts Ehrenrühriges für eine Partei, wenn man mal eine strategische Frage zu klären oder einen Dissens aufzulösen hat. Das macht noch keine schlechte oder unsolidarische Parteiarbeit. Schlecht ist nur, wenn man das in der Öffentlichkeit austrägt, wenn plötzlich Indiskretionen in Sitzungen entstehen, wenn aus Parteifreund Erzfeind wird, so wie wir das viele Jahre lang leider der Öffentlichkeit präsentiert haben. Und mittlerweile sind wir dazu übergegangen, Probleme konzentriert innerhalb der SPD zu lösen, so wie wir das rund um das langjährig schwelende Thema Hartz IV getan haben. Wir haben uns eingeschlossen, wir haben ein neues Konzept erarbeitet und dieses Konzept prägt im Bereich des Sozialstaates jetzt auch den Koalitionsvertrag. Und ich habe meiner Partei heute 2-3 weitere Themen vorgeschlagen, von denen ich glaube, die wären jetzt auch mal an der Reihe, sich mit ihnen tiefergehend zu beschäftigen, damit man uns dort nicht aufs Kreuz legen kann. Nun gehört aber zum Job, dem neuen, den Sie haben, dem Generalsekretär, aber auch die Abteilung Attacke. Und die letzte sozialdemokratisch geführte Regierung, die hat sich ja gleich zu Beginn fast zerlegt, weil die parteiinternen Flügel da kollidierten. Stichwort Lafontaine. Auch wenn Sie das jetzt beschwören, dass es da jetzt einen neuen Geist gibt, haben Sie keine Angst, dass sich die Geschichte da wiederholt? Nee, die Geschichte, glaube ich, wird sie nicht wiederholen. Nicht zuletzt, weil Oskar Lafontaine schon eine ganze Weile nicht mehr in der SPD ist. Und ich glaube, mit ihm auch gewisse politkulturelle Eigenschaften die SPD verlassen haben. Das ist auch jetzt nicht besonders bedauernswürdig, muss ich sagen. Natürlich werden harte Herausforderungen auf uns zukommen und wir werden auch mal Meinungsverschiedenheiten auszuhalten haben. Aber das wird dann meine Aufgabe sein, zusammen mit anderen, das so zu organisieren, dass es produktiv aufgelöst werden kann. Wir haben lange auf diesen Erfolg bei dieser Bundestagswahl hingearbeitet. Wir haben tapfer gestanden, als viele uns ausgelacht haben dafür, dass wir überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Und wir werden uns diesen Erfolg, den wir hier gemeinsam in der SPD erarbeitet haben, auf den unsere Mitglieder und Wählerinnen und Wähler stolz sind, den werden wir nicht dadurch gefährden oder klein machen, dass wir jetzt wieder in die Bekriegung unserer eigenen Leute zurückfallen. Das werden wir nicht tun, sondern wir haben gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit und mit uns ist zu rechnen. Wir werden stabiler, führender Faktor dieser Ampelregierung sein. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank, Herr Kühnert, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zur Neuaufstellung der SPD-Parteispitze hat Moritz Rödle aus unserem Hauptstadtstudio folgende Meinung. Kein öffentlicher Streit, kein öffentlicher Konflikt, ein Mittekurs, der nicht in Frage gestellt wird. Die SPD ist glücklich. Die Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler hat den Endorphinspiegel in der Partei nochmal in die Höhe getrieben. Man träumt von einem sozialdemokratischen Jahrzehnt, das vor der SPD liege. Ganz so einfach wird das aber nicht. Denn natürlich gibt es Konfliktpotenzial. Der linke Flügel ist eingebunden und unterstützt mit großer Mehrheit den SPD-Kanzler. Aber bleibt das so, wenn Scholz unpopuläre Entscheidungen treffen muss? Dann wird sich zeigen, ob die SPD wirklich befriedet ist. Der neue Co-Parteichef Lars Klingbeil hat heute in seiner Rede gesagt, die SPD sei dann stark, wenn sie sich nicht um sich selbst drehe, sondern sich damit beschäftige, wie sie das Leben der Menschen besser machen könne. Damit hat er recht. Der Mittekurs von Olaf Scholz hat die Partei wieder ins Kanzleramt gebracht. Aber die Integrationskraft von Saskia Esken, Lars Klingbeil und Kevin Kühnert hat diesen Kurs in der Partei erst möglich gemacht. Wenn die SPD schlau ist, bleibt sie bei der Geschlossenheit der vergangenen 12 Monate. Debatten intern führen und dann die Entscheidung gemeinsam draußen vertreten. Kein öffentlicher Streit, keine öffentlichen Konflikte. Gelingt das nicht, kann es ganz schnell vorbei sein mit dem Endorphinrausch in der SPD. Die Meinung von Moritz Rödle. Dass die USA alljährlich von verheerenden Stürmen heimgesucht werden, das ist eher die Regel als die Ausnahme. In manchen Jahren donnern mehr als 1000 Tornados über das Land hinweg. Dass aber an einem Tag gleich mehrere Wirbelstürme dies tun und dabei viele Menschen in den Tod reißen, das ist eine unvorstellbare Tragödie, wie es Präsident Biden heute nannte. Die Unglücke ereigneten sich mitten im Herzen der USA, in den Bundesstaaten Tennessee, Mississippi, Arkansas, Missouri und Illinois, vor allem aber in Kentucky, das besonders schwer von den Verwüstungen heimgesucht wurde und wo allein mindestens 70 Menschen ums Leben kamen, vermutlich etliche mehr. Klaas-Oliver Richter berichtet.
Hier stand eine Kerzenfabrik. Geblieben ist nur ein riesiger Trümmerhaufen, nachdem mehrere Tornados das Gebäude zerstört haben. Über 100 Menschen sollen in der Fabrikhalle gearbeitet haben, als sie zusammenstürzte. Mehr als 30 von ihnen werden weiter vermisst. Viele sind verletzt. Wie viele Todesopfer es gibt, ist noch unklar. Die Menschen in Mayfield in Kentucky stehen unter Schock. Ich suche meine Frau. Ich will wissen, ob sie irgendwo sicher ist. Bitte melde dich. Seine Frau hat gestern noch in der zerstörten Fabrik gearbeitet. Mehr als 30 Tornados haben in 6 Bundesstaaten im Mittleren Westen dramatische Zerstörungen hinterlassen. Der Gouverneur von Kentucky befürchtet, dass Dutzende Menschen zu Tode gekommen sind. Das sind die schlimmsten Tornados in der Geschichte unseres Bundesstaates. Und was sie hier in diesem Landkreis und auch an anderen Orten angerichtet haben, das lässt sich nicht in Worte fassen. Auch in anderen Bundesstaaten richten die Tornados in der Nacht schlimme Schäden an. So bricht in Illinois ein Warenlager des Online-Versenders Amazon zusammen. In Arkansas weiter südlich muss ein Seniorenheim geräumt werden, weil das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist. Ein Mensch stirbt. Der Präsident verspricht Unterstützung. Ich habe auch zugestimmt, den Notstand in den betroffenen Regionen auszurufen, so wie es der Gouverneur von Kentucky beantragt hat. Denn so können wir noch mehr staatliche Hilfsmittel freigeben. Die Suche nach Überlebenden, sie geht weiter. Die Corona-Pandemie, sie hat große Auswirkungen auch auf den Arbeitsmarkt. Und da beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder. Bundesarbeitsminister Heil rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Kurzarbeit in diesem Winter. Die jüngste Corona-Welle sei ein neuer Stresstest für den Arbeitsmarkt, sagte der SPD-Politiker der Funke Mediengruppe. Er gehe aber davon aus, dass es nicht so schlimm werde wie in der ersten Welle mit etwa 6 Millionen Betroffenen. Die Regelungen für ein höheres Kurzarbeitergeld sind bis Ende März verlängert worden. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 53.697 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet, etwa 10.800 weniger als vor einer Woche. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken und liegt nun bei 402,9. In mehreren deutschen Städten sind Kritiker der Corona-Maßnahmen sowie Impfgegner auf die Straße gegangen, wie hier in Hamburg. An dieser Demonstration nahmen laut Polizei rund 8.000 Menschen teil. Die Proteste in der Hansestadt standen unter dem Motto: Das Maß ist voll, Hände weg von unseren Kindern. Den Einsatzkräften zufolge verliefen sie friedlich. Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen, unter anderem auch im Ukraine-Konflikt, findet in Liverpool ein 2-tägiges Treffen der G7-Außenministerinnen und Minister statt. Laut Bundesaußenministerin Baerbock fordern die führenden Industrienationen Russland und die Ukraine auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ziel müsse es sein, die Krise an der russisch-ukrainischen Grenze zu deeskalieren. Und damit zum Sport und zum Fußball. Das war ja eine ziemlich gute Woche für den FC Bayern München. Als einziges deutsches Team stehen die Bayern im Achtelfinale der Champions League. Und Ocker, auch in der Bundesliga läuft's. Ja, es ist wieder soweit. Alle Jahre wieder sozusagen. Die Bayern setzen sich so langsam aber sicher ab in der Tabelle. Weil Dortmund nur unentschieden gegen Bochum spielte und die Bayern gegen Mainz gewannen, haben sie nun 6 Punkte Vorsprung. Heute taten sich die Bayern allerdings lange schwer und bescherten Julian Nagelsmann am Ende dann doch seinen 100. Bundesligasieg. Mit 34 Jahren ist Nagelsmann der jüngste Trainer, der das geschafft hat. Eine starke zweite Halbzeit reicht dem FC Bayern für einen Arbeitssieg gegen Mainz nach einer ganz besonderen Halbzeitansprache. Ich war in der Halbzeit schon etwas strenger vielleicht wie sonst und habe es ja so ein bisschen vor eine Entscheidung gestellt, ob wir heute unbedingt gewinnen wollen oder nicht. Und dann ist für mich schon Größe von einer Mannschaft, die alles gewonnen hat und von einzelnen Spielern, die alles gewonnen haben, so eine Reaktion zu zeigen. Vor der Pause machen die Gäste aus Mainz alles richtig und erzielen das 0:1. Onisivos Entschlossenheit und Siegeswille vermisst Julian Nagelsmann bei seiner Mannschaft. In der zweiten Halbzeit dreht der Tabellenführer das Spiel mit einer klaren Leistungssteigerung. Coman mit dem 1:1 in der 53. Minute. Der Franzose ist der beste Bayern-Spieler heute Nachmittag.
In der 74. Minute ist es der eingewechselte Serge Gnabry, der den Siegtreffer vorbereitet. Pavard zu Jamal Musiala und der 18-Jährige trifft zum 2:1 Endstand. Nebenbei dann der 100. Sieg für mich ist auch schön, aber die 3 Punkte jetzt für den Club und auch für die Mannschaft sind dann doch nochmal wichtiger heute. Weil Bayern jetzt 6 Punkte vor Dortmund steht und damit praktisch Herbstmeister ist. Ja, und zu den sogenannten Bayern-Jägern gehört in den vergangenen Jahren auch RB Leipzig. Diese Saison allerdings sind die Sachsen weit abgeschlagen. Deshalb musste Trainer Jesse Marsch gehen. Sein Nachfolger ist Domenico Tedesco, der Mann, der 6 Sprachen spricht und darüber hinaus auch die Sprache des Erfolgs beherrscht. Zu sehen und zu hören beim Sieg gegen Gladbach. Das Gesicht zum guten Einstand. Leipzigs neuer Trainer Domenico Tedesco. Hat schon Spaß gemacht. Ich glaube, wenn wir die Torchancen noch besser nutzen, dann macht es noch mehr Spaß. RB in Rot-Weiß in der 21. Minute zum ersten Mal erfolgreich. Zum ersten Mal ein Tor von Verteidiger Gvardiol in der Bundesliga. Die Gladbacher bei starken Gastgebern zumeist überfordert. Silva mit dem 2:0 nach einer guten halben Stunde. Nach der Pause vergibt Silva dann völlig frei vorm Tor die Vorentscheidung. Kurios. Das Ding von Silva hätten Sie reingemacht oder nicht? Ja, ich hätte ihn reingemacht. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit dann der Gladbacher Anschlusstreffer durch Verteidiger Benze Baini. Doch das ändert nichts an der 3. Niederlage in Folge. Konter Leipzig über den starken Kunku und der mit dem 3:1. Die Partie immer noch nicht vorbei. RB mit einem durchweg überzeugenden Heimauftritt und einem beachtlichen Schlusssport. Der eingewechselte Henrichs zum 4:1 Endstand. Der Trainer hat offenbar die richtigen Worte gefunden. Ja, man sieht, dass er jung, motiviert und sehr hungrig ist. Und das ist eigentlich das, was unsere Mannschaft auch widerspiegelt. Domenico Tedesco, Schalkes früherer Coach mit einem bemerkenswerten Bundesliga-Comeback in Leipzig. Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse des 15. Spieltags. Im Abendspiel verliert Wolfsburg gegen Stuttgart 0:2, Bochum-Dortmund 1:1, Freiburg verliert gegen Hoffenheim 1:2, Hertha Bielefeld 2:0. Schon gestern verlor Köln gegen Augsburg 0:2, morgen dann noch Greuther Fürth gegen Union Berlin und Frankfurt gegen Leverkusen. Der Blick auf die Tabelle, die Bayern jetzt 6 Punkte vor Dortmund. Leipzig klettert mit nur einem Sieg gleich 4 Plätze nach oben, ist nun 7. punktgleich mit Mainz. Gladbach bleibt auf Platz 13, ist aber nur noch 2 Punkte vor dem Relegationsplatz und auf den Abstiegsplätzen Bielefeld und Greuther Fürth. Ja, wer wird Formel-1-Weltmeister? Lewis Hamilton oder Max Verstappen? Das große Finale morgen in Abu Dhabi wird ein super spannendes. Beide sind punktgleich und die Pole-Position für das letzte Rennen sicherte sich Verstappen und zwar direkt vor Lewis Hamilton. Ja, am Ende kann nur einer gewinnen, so ist das im Sport. Und im Wintersport gab es heute ganz genau einen ersten Platz für Deutschland. Die Erleichterung über ihren Sieg schreit sie gleich mehrmals heraus. Die Friedrich Crew bleibt ungeschlagen, gewinnt auch beim Viererbob-Weltcup in Winterberg. Aber gut gefahren sind die Seriensieger nicht. Viele kleine Fehler unterlaufen Pilot Francesco Friedrich. Johannes Lochner kann seine Führung aus dem ersten Lauf nicht behaupten, wird mit 500 Sekunden Rückstand Zweiter. Deutschlands derzeit beste Pilotin verfährt sich ausgerechnet auf ihrer Heimbahn. Laura Nolte rutscht erstmals in diesem Winter am Siegerpodest vorbei. Platz 4 im Monobob. Zum ersten Saisonsieg in diesem Wettbewerb fährt Elana Meyers-Taylor aus den USA. Und noch der Blick aufs Wetter zum Schluss. Donald, wie sind die Aussichten? Sehr trübe, Ingo. Es wird morgen verbreitet regnen. Wir schauen gleich mal auf die Wetterkarte zusammen und sehen unser neues Tief namens Lutz, das von Westen heranzieht. Diese Warmfront zieht morgen über uns hinweg und dahinter strömt dann auch noch deutlich wärmere Meeresluft zu uns. Also die Chancen für weiße Weihnachten sinken deutlich. Obwohl es momentan noch weiß ist und das bedeutet, dass über den Schneeflächen im Osten und im Süden, wenn es heute Nacht mal vorübergehend auflockert, das ist der Fall, dann durchaus noch mal in den frostigen Bereich geht und es besteht dann Glättegefahr, wenn die Warmfront von Westen
Westen herkommt, sich langsam in den Osten ausbreitet. Dort können anfangs auch noch ein paar Schneeflocken fallen. Aber anfangs gibt es dann halt auch diesen gefrierenden Regen. Später von Westen her aber deutlich wärmer und morgen Nachmittag auch meist trocken. Die tiefsten Temperaturen morgen früh liegen so im Bereich zwischen 0 und minus 4 Grad im Osten über den Schneeflächen. Ansonsten wird es im Westen schon deutlich lauer. Dort 5 bis 6 Grad morgen früh. Und dort gibt es auch die höchsten Temperaturen am Nachmittag bis zu 10 Grad. Im Osten sind es noch so nasskalte 1 bis 4 Grad. Schauen wir auf den Montag und da ist es überwiegend ruhig. Das heißt, ein Hochdruckgebiet kommt, bringt aber dann aus diesen hochnebelartigen Wolken noch ein bisschen Regen und Nieselregen von Westen und Südwesten her. Wird es dann aber langsam auflockern. 10, 11 Grad sind dann dort möglich. Am Dienstag zieht noch mal ein schwacher Tiefausläufer durch, bringt leichte Regenfälle. Die Temperaturen aber für alle im positiven Bereich 4 bis 9 Grad. Nur nachts gibt es stellenweise vor allem im Süden noch Frost. Donald, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag. Heute über das, was man mit Gottvertrauen für andere tun kann. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Dann begrüßt Alina Butt Sie an dieser Stelle. Ihnen eine gute Nacht, einen schönen dritten Adventmorgen und bleiben Sie zuversichtlich.